Hallo zu den FIFA-News mit diesen Themen. Ist 3 gegen 3 die FIFA-Zukunft? Pro-Clubs zum Tode verurteilt? Schon wieder ein neuer Patch. FIFA 18 nominiert für weltbestes Sportspiel. ESL, das sind die 4 besten Deutschen. Dies und mehr jetzt. In diesem Jahr gibt es mit FIFA 18 den Cosmos Direct Campus Cup. Dieser ist für Studenten, die mindestens gemeinsam zu zweit gegen andere in FIFA 18 antreten wollen. Für 16 verschiedene Hochschulstandorte könnt ihr euch anmelden. Der Cup wird aber nicht in einem 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 ausgetragen, sondern 3 gegen 3, denn Joshua Begehr von Esports Reputation, der dieses Turnier in die Welt gerufen hat, ist davon überzeugt, dass die Zukunft in FIFA 3 gegen 3 ist. Und da liegt er auch gar nicht so falsch, denn bereits Konami hat mit PES 18 erste Reaktion darauf gezeigt. Auch dort ist man davon überzeugt, dass die E-Sport-Zukunft nicht im 1 gegen 1 liegt, sondern eher im 3 gegen 3. Da E-Sports den Fokus auf E-Sport legt, könnte da ja bald was dran sein, mitzuziehen, oder? Jedenfalls bräuchte man einen neuen Modus in FIFA, der eine Mischung aus Food und Pro Clubs wäre. Doch Pro Clubs ist in FIFA 18 eine totale Katastrophe. Kaum spielbar, mega verbuggt und bisher hat EA nicht darauf reagiert. Das könnte sich eventuell ab heute ändern. Was unser nächstes Thema nämlich ist. Es ist nicht der meistgenutzte Modus. Dennoch hat Pro Clubs immer noch eine Fangemeinde, die sich lautstark in den Foren über den unfähigen Modus beschwert. Aber noch mehr sauer sind sie darauf, dass EA zu wenig dafür tut. Man wirft EA auch vor, dass sie nichts dagegen tun, weil man mit Pro Clubs und dem Karrieremodus kein Geld machen kann. Obwohl es E-Sport-Turniere mit dem Pro Clubs-Modus gibt und diese Turniere so ihre Probleme mit der FIFA 18-Saison haben. Sätze wie "Nichts geht", das ist eigentlich eine reine Verarsche und auch in gewisser Weise Betrug. Oder "Das ist einfach eine Riesenschweinerei", kursieren im Netz herum. Einer der letzten Patches sollte eigentlich einiges verbessern, doch er macht es nur noch schlimmer, bis hin von dutzenden Spielabbrüchen immer und immer wieder. Freundschaftsspielgegner können oft eine Einladung nicht annehmen und Verbindungsabbrüche von Spielern während einer solchen Partie sind sehr oft der Fall. Besonders brisant: Über die Freundschaftsspielfunktion werden die deutschlandweiten Pro-Club-Ligen ausgetragen. Steht ein Liga-Match an, lädt eine Mannschaft die andere zum Freundschaftsspiel ein und das Ergebnis der Partie wird im externen Ligasystem vermerkt. Und da liegt derzeit genau das Problem. An einen Ligabetrieb ist nicht zu denken, wenn klar ist, dass gewisse Fehler ein offizielles Spiel behindern können. Entsprechend verschiebt sich der Beginn fast aller deutschen Pro-Club-Ligen auf eine unbestimmte Zeit nach hinten. Anscheinend ist nach Anfrage bei EA so ein Fehler nicht bekannt. Ob sich da noch was tut, bleibt vorerst offen. Angeblich soll der neue Patch einiges verbessert haben. Dazu gleich mehr in diesem Video. Dennoch stellt sich die Frage auf, ob das Spiel Folgendes verdient hat. FIFA 18 wurde nominiert als bestes Sport- oder Racing-Spiel des Jahres. Link zur Abstimmung in der Videobox, falls du mitmachen willst. Als Konkurrenz ist auch PES 18 nominiert, aber auch Forza, GT Sport, NBA 2K18 und Project Cars 2. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich liebe FIFA 18. Es bockt das Spiel. Sonst würde ich es ja nicht spielen, tagtäglich oder auf meinem Kanal präsentieren. Ich würde es in 85% der Fälle weiterempfehlen. Doch wenn ich offen und ehrlich zu euch sprechen darf: Ich finde, dieser Titel wäre doch ein bisschen zu viel, wenn man alles mitbedenkt. Die Demo sowie Trial-Version kam sehr verbuggt raus. Dann haben Vorbesteller weder den pünktlichen Preload oder Versand sowie Icon-Bonus erhalten, plus wie in diesem Video angesprochene verbuggte Pro-Clubs. Ein weiterhin schwacher Karrieremodus und nach schon dem ersten Patch hat man seine Integrität hergegeben und das Gameplay gefühlt auf FIFA 17 zurückgesetzt. Dabei viele verärgert und in den Augen der FIFA-Community das Gameplay von Patch zu Patch eher schlechter als besser gemacht. Ja, vieles ist geil an dem Spiel, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Doch ist das Spiel wegen der großen Fangemeinde nur so erfolgreich oder weil es wirklich makellos ist?
Okay, zugegeben, es gibt kein makelloses Spiel. Doch wenn ihr mich fragt, glaube ich eher, dass Forza oder noch eher NBA 2K18 gewinnen sollte oder wird. Es ist aber wie gesagt unter der Videobeschreibung euch selbst überlassen, wenn ihr den Link anklickt. Auch ich mache mal die Umfrage inoffiziell im Infokasten. Mach mal mit! Wenn wir schon bei solchen Themen sind, möchte ich dich daraufhin informieren, dass die aktuelle Fix-FIFA-Petition bei über 39.000 Unterschriften liegt. Langsam aber auch immer weniger bekommt. Vielleicht knackt man noch die 40.000, was aber auch echt viel ist. Doch ist nun eine Sache dabei, wo ich selbst noch überlege, ob ich wirklich hätte meine Stimme abgeben sollen. Und zwar wird ja mit der Petition verlangt, dass EA FIFA 18 wieder zurücksetzt auf das Gameplay, das beim Release enthalten war, mit paar Verbesserungen. Die Kluft zwischen Gelegenheitsspielern und FIFA 18 Experten, die sogenannte Skill Gap, sei viel zu eng. Professionelle Spieler ließen sich kaum von gewöhnlichen Spielern unterscheiden, was insbesondere an der viel zu starken KI-Verteidigung liege. Jein! Ich muss dazu sagen, es stimmt, was die Skill Gap angeht, aber ich finde, dass einfach die FIFA-Community den falschen Ansatz hat. Es liegt doch nicht an der KI-Verteidigung. Also ich finde, sie ist nicht so stark, die KI. Was die KI aber ist, ist dumm. Man müsste sie schwächer, aber zugleich intelligenter machen. Sie sollte nicht zuschauen, wenn einer durchpaced. Sie könnte ruhig den Raum mal zumachen, aber nicht aktiv draufgehen. Aktuell ist es eher so, dass die KI-Verteidigung eher Räume aufmacht und sich in meinen Augen dumm verhält. Mir geht es so, dass ich eher einen Hass darauf habe, dass es über tausende Spieler in der Datenbank gibt, aber zu 85% nimmt jeder Foodspieler dieselben Spieler in den Kader. Und zwar nicht auf diese Weise, sich ein tolles Team zusammenzustellen, das zu einem passt, sondern ein Team zusammenzustellen, was zum Gameplay passt. Schön beweglich und schnell oder eben unrealerweise OP. Ein 81-starker Gabriel Jesus kann in meinen Augen einfach zu viel im Vergleich zu einem 86er Kane oder 87er Lukaku. FIFA bleibt für mich weiterhin nicht E-Sport-tauglich, solange Pacer die Obermacht haben und das Gameplay berechenbar ist. Jeder zweite FIFA-Zocker ist nicht auf Kreativität oder echten Fußball ausgelegt, sondern nur darauf trainiert oder einstudiert, wie man durchpacen kann mit Doppelpässen. Dies fällt mir besonders seit den letzten beiden Patches auf, dass Kreativität nicht anerkannt wird in Food, sondern 90% der Fälle eines Torversuches immer und immer wieder der gleiche Ablauf ist. Und obwohl es so berechenbar ist, ist es für viele schwer zu verteidigen. Pacer und Doppelpässe klappen in 95% der Fälle. Doch macht man einen sehr kreativen Angriff mit einem tollen Passspiel, Flanke oder ähnliche tolle Sachen, verschießt meist der Spieler oder Torwart hält oder in den meisten Fällen geht der Ball gegen den Pfosten oder knapp vorbei. Ich weiß, dass viele hier zuschauen, die mit Pacern und Doppelpässen erfolgreich sind und deshalb meine Meinung nicht mit mir teilen werden, aber sorry. Solange das so ist in FIFA, sehe ich darin kein gutes Gameplay. Ich bin aber davon überzeugt, dass dieses Gameplay einfach viel, viel mehr kann und mehr die Kreativen fördern sollte als Doppelpässe und Pacer. Viele Torchancen, die im Real Life reingehen, tun es in FIFA 18 nicht. Und die unrealistischsten Longshots, verrücktesten Winkel, wirklich krasse Winkel manchmal, und Spielerposition, zum Beispiel auch mit Rücken zum Tor, gehen rein. So finde ich es nicht richtig. Leistungen werden nicht gefördert. Wie bereits erwähnt, ich glaube, das Gameplay kann viel, viel mehr und besser sein. Davon bin ich überzeugt und ich glaube fest daran, dass EA auch alles versucht, das hinzubekommen. Mehr dazu äußere ich mich im Februar 2018, wenn ich meine positiven sowie negativen Feedback-Videos mache, als Abschluss, bevor wir dann schon langsam Richtung FIFA 19 News gehen. Kommen wir zum neuen Patch, der wohl wieder auf den Konsolen später rauskommen wird als auf PC. Da ich nicht so direkt viele Fehler erlebt habe, habe ich keine Aufnahmen dafür, um sie dir zu zeigen, während ich dir erkläre, was in dem Patch neu ist. Deshalb verzeih mir bitte die 0815 Patch Note Vorleserei, denn das hat sich geändert mit dem fast 460 MB großen neuen Patch. Gameplay, Problembehebungen. Spiel hängt in einigen Spielsituationen während des Torjubels fest, wenn der Torhüter das Tor erzielt hat. Der Torjubel wird in einigen Spielsituationen übersprungen, wenn der Torhüter das Tor erzielt hat. Bei Halten der Sprinttaste steht der Torhüter schnell auf, wenn er mit dem Ball in der Hand am Boden liegt.
Der Spieler steuert in Skillspielen gelegentlich den falschen Spieler. Bei mehrfach hintereinander ausgeführten Jonglier-Spezialbewegungen in der Trainingsarena kann es vorkommen, dass der Spieler verschwindet. Online-Modus Problembehebungen. Kapitäne oder Spieler, die das Kapitänsamt gerade an andere Spieler abgegeben haben, erleiden in einigen Spielsituationen beim Einladen eines anderen Vereins zu einem Pro-Clubs-Freundschaftsspiel einen Verbindungsabbruch oder einen Spielabsturz. Das ist das Thema, was ich vorhin im Video angesprochen habe. Angeblich soll der neue Patch es endlich gefixt haben, was Pro-Clubs angeht. Wollen wir mal hoffen. Auch Ultimate-Team-Änderungen wurden wieder dazugefügt, zum Beispiel Food-Champions-Channel-Wiederholung verlangsamt anschauen, also halbes Tempo nur. Auswahl des Wiederholungstempos normal, schnell, langsam. Einzelspielerkamera aus den im Food-Champions-Channel verfügbaren Kamerawinkeln entfernt. Nicht funktionaler Neustart-Button aus dem Food-Champions-Channel-Pause-Menü entfernt. Weitere Ultimate-Team-Veränderungen. Food-Teams, deren Standard-Taktik-Werte irrtümlicherweise über 100 lagen, haben nun wieder die normalen Standardwerte. Grafikproblem, durch das der Gegner in Food-Online-Modi gelegentlich ein anderes Trikot als das ausgewählte Trikot sah. Die Abbildung des präsentierten Food-Squad-Battles-Teams wird nach raschem Durchblättern der Bildschirme nicht ordnungsgemäß geladen. Der Pausenmenü-Countdown-Timer wird gelegentlich auch noch in einer Food-Champions-Channel-Wiederholung angezeigt. Die scrollende Teamaufstellungsliste wird gelegentlich am Beginn einer Food Champions Channel Wiederholung angezeigt. Das Elfmeterschießen-Tutorial wird gelegentlich während eines Elfmeterschießens in einer Food Champions Channel Wiederholung angezeigt. Es gibt Updates der 2D-Porträts einiger Spieler. Das zum Patch. Die ESL-Meisterschaft ist mit FIFA 18 und den Spieltagen durch. Und so ist die Tabelle ausgegangen. Für das Halbfinale haben sich Tim AK, The Stranger, T-Mox vom VfL Wolfsburg, Stylo und Chian, der dieses Jahr von Schalke zu RB Leipzig gewechselt ist, qualifiziert. Der Erhano musste sich am letzten Spieltag geschlagen geben und verliert den vierten Platz. Mo auf Platz 6 und auf Platz 7 Hasso. Das Halbfinale heißt also The Stranger gegen Chian am 4. Dezember ab 19 Uhr und T-Mox gegen Stylo ebenfalls am 4. Dezember ab 21 Uhr. Das Finale wird am 16. Dezember ab 9 Uhr ausgetragen. Das war's mit dieser Ausgabe. Hier noch eine neue Info. YouTube hat die neue Funktion Community für mich freigeschaltet. Das heißt, dass auch YouTube jetzt eine Art Tweet-Postings-Variante anbietet und ab der FIFA 19 New Season bist du in Zukunft mit Eilmeldungen nun noch besser informiert. Du musst einfach nur ein Abo dalassen. Ich werde versuchen, nicht zu viel zu posten, um euch nicht voll zu spammen. Doch es könnte die Zukunft sein, dass ihr alle kein Twitter, Insta oder Facebook mehr braucht, um eure YouTuber zu verfolgen. Das ist zumindest YouTubes Plan. Bis dann!